Jetzt live das Trabrennen im Magna Racino. Nur auf OE24TV. Herzlich willkommen, liebes Publikum, liebe Pferdeenthusiasten, liebe Trabrennfreunde. Heute ist es wieder soweit. Sonntag, da ist Renntag. Und an meiner Seite darf ich begrüßen den absoluten Trabrennexperten Thomas Kanstner. Wir beide werden gemeinsam hier heute durch die Sendung führen. Und erstens vielen Dank fürs Kommen und zweitens... Schönen Vormittag, danke für die Einladung. Wir werden gleich einmal aufs Magna Racino blicken. Da haben wir ein paar beeindruckende Bilder vorbereitet, nämlich... Ja, also das ist die ganz große und tolle Anlage im Ebrechtsdorf. Magna Racino seit 2004 dort Austragungsstätte von Trab, aber auch von Galopprennern. Und heute ist eben Rennsonntag und stehen spannende Rennen im Racino bevor. Die schönste Bahn Österreichs wahrscheinlich, oder? Die neueste auf jeden Fall, die schönste, das ist immer so eine Geschmackssache, ist auf jeden Fall herzeigbar. Absolut. Ja, wir werden jetzt natürlich auf das blicken, auf das alle warten, nämlich auf die Teilnehmer. Wer wird hier heute ins Rennen gehen? Ja, es ist ein sehr, sehr ausgeglichenes Feld. Es sind 10 Starter über 2140 Meter, 2 komplette Runden aus dem Magna Racino. Ich persönlich habe 2 Favoriten. Startnummer 4 und die Startnummer 7, Näheres dann vielleicht ein bisschen später. Aber wollen wir sie mal ein bisschen vorstellen, unsere 10 Teilnehmer, die da heute, wie gesagt, im Magna Racino an den Start gehen? Ja, das ist schon die Startnummer 1, das ist der Fahrer Klaus Dresel, er fährt sein eigenes Pferd, das ist Folie Berger, Außenseiter-Tipp, hat aber schon auf dieser Bahn gewonnen. Und der zweite Teilnehmer... Ja, das ist eine Stute, die längere Verletzungspause gehabt hat. GS Individuality wird heute gefahren von Harald Sikora. Vielleicht in den Kombinationen mit einzubeziehen. Startnummer ist gut, Startnummer 2. Mhm. An dritter Stelle Paparazzi Venus. Ja, Paparazzi Venus hat heute einen neuen Steuermann, einen neuen Fahrer hinter sich. Erstmals Martin Redl. Pferd kommt mit sehr viel Schwung immer ins Rennen. Wenn die Taktik passt, Außenseiter-Tipp. Kann man setzen. Kann man setzen. Das ist also das gemeinte Pferd im Rennen. Das ist der Favorit. Das ist Lavio Venus, der bei 6 Siegen hält, bei 10 Starts. Christoph Fischer, sein Fahrer, ist auch der Bronzehelmträger, war Dritter im Championat des Vorjahres. Dann haben wir da noch Revento J. Revento J mit dem Karl Höbert. Ein sehr, sehr schnelles Pferd. Muss aber mit seiner Gangart immer ein bisschen hoffen, dass er im Bewerb bleibt. Ja, da gibt es oft Schwierigkeiten, dass er in der Wertung bleibt bei der Rennleitung. Sechster Teilnehmer, Maidan. Ja, Maidan ist ein sehr interessantes Pferd, hat einen Start heuer erst absolviert in München, ein Vorbereitungsrennen auf dieses Rennen. Der Fahrer ist ein absoluter Spezialist, Erich Kubes, würde sagen, nicht auszulassen. Ein bisschen ein Geheimtipp vielleicht. Sehr gut. Siebter Teilnehmer, Eco Turbina, wieder eine Stute. Eine Stute, die wirklich ausgezeichnete Chancen in diesem Rennen hat, war im Vorjahr im Traber Derby drittplatziert, hat hier schon gewonnen mit dem Hubert Brandstätter Junior, der die Stute steuert. Ich glaube, das könnte der Gegenspieler der Nummer 4 sein heute. Sehr gut. Nächstes Pferd, Eagle Greenwood. Ja, zu Eagle Greenwood ist zu sagen, Pferd ist erst seit einigen Wochen und Monaten in Österreich, hat auch noch kein Rennen hier gewonnen. Mario Zandarigo wird aber versuchen, von einer äußeren Startposition Nummer 8 gut ins Rennen zu finden, vielleicht für den Endkampf vorzumerken. Dann haben wir noch Olena. Ja, Olena ist ebenfalls eine Stute, die in Deutschland im Vorjahr als Derby Sechster im Stutenderby wirklich gute Figur abgegeben hat, heute von Trainers Tochter Cornelia Meyer gefahren wird. Sie musste den Start überleben. Und zehnte Teilnehmerin, 10 Margaret Venus. Ja, Margarete Venus ist das routinierteste Pferd im Bewerb, hat 6 Rennen gewinnen können, ist eigentlich immer in den Platzierungen. Also eine Bank im Vordertreffen der Fahrer und Trainer Johann Lichtmörter. Tippe ich auch sehr, sehr weit vorne. Spannendes Teilnehmerfeld, also das hier heute im Magna Racino zu erwarten ist. Wir haben jetzt mittlerweile die ersten Live-Bilder von der Bahn. Thomas, was sehen wir hier schon? Ja, das ist die Cornelia Meyer mit Olena. Das dürften auch die Teilnehmer schon langsam bei der Vorstellungsparade sein. Mario Zandarigo mit Eagle Queen. Hier werden die Pferde noch einmal präsentiert vor dem Publikum. Es geht dann, wie gesagt, im Rennen in einigen Minuten über 2 gesamte
Runden im Rasino. Und wer tatsächlich jetzt zu den Favoriten gilt, du hast es schon ein klein wenig angesprochen, hast ein bisschen was durchblicken lassen, aber du hast ja auch mit Hubert Brandstätter gesprochen, selbst dreifacher Champion. Was seine Favoriten fürs heutige Rennen vollkommen sind, richtig. Oder? Er hat so ähnliche Ansichten wie halt die Fachpresse. Und er fährt selber mit. Wir schauen mal rein, was er zu sagen hat. Liebe Traber-Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren aktiven Interview aus Ebrechtsdorf, aus dem Magna Rasino. Hubert Brandstätter Junior hat sich wieder bereit erklärt. Dankeschön fürs Kommen. Du steuerst im ersten Rennen des Tages die Nummer 7 Eco Turbina. Selbst mit dir hier schon erfolgreich geblieben vor einem Jahr. Und danach war sie Derby-Dritte. Deine Einschätzung? Meine Einschätzung, Eco Turbina müsste besser drauf sein mit letzter Start. Letzter Start hat sie 2 Fehler gemacht. Ich habe mit Martin gesprochen, er weiß auch nicht ganz genau warum. Und ich glaube, dass sie, das Rennen ist ein bisschen leichter diese Woche und ich glaube, dass sie unter die ersten 3 sein kann. Hauptgegner vermutlich der Zuchtrennsieger, die Nummer 4, Love You Venus, aus dem Trainingsquartier von Christoph Fischer. Die haben auch das Waldbauer Gedenken an den Zuchtrennen gewonnen. Ich glaube, Hauptgegner ist die 4. Ich glaube, Love You Venus, dann haben wir Olena, ist ein sehr gutes Pferd, ist momentan nicht ganz in Form. Und Nummer 10, Margarete Venus. Das sind die 4 Pferde, was ich glaube, unter die ersten 15 sein. Ja, und Außenseiterchancen, vielleicht von mir noch eine Anmerkung, die 3 Paparazzi Venus. Erstmals mit dem Martin Redl. Also weiter, also Hubert Brandstätter mit seiner Einschätzung, wer da möglicherweise wirklich ganz, ganz vorne mitfahren könnte am heutigen Tag. Wir kommen jetzt aber ein bisschen zu einer Frage, die sich manche immer wieder stellen, die gerade neu in den Trabrennsport einsteigen, nämlich, was ist Trab und was ist Galopp letzten Endes? Da wissen nicht immer alle Bescheid, oder? Genau, also 2 verschiedene Sportarten. Links im Bild vielleicht zur Erklärung, das ist ein Traber, das Pferd läuft dann vor einem Wagen, vor einem Sulky, wo der Fahrer dahinter sitzt und am Galopp im Pferd, von der Rasse her auch abstammend nach dem englischen Vollblut, sitzt ihm der Jockey auf dem Sattel des Pferdes und ist auch sehr, sehr schnell unterwegs. Und natürlich auch die beiden Gangarten, die das Ganze unterscheidet, vielleicht schon ein bisschen für die fortgeschritteneren Trab, die eine Gangart, Galopp, die andere. Was ist eigentlich schneller? Auf jeden Fall schneller ist der Galoppreinsport, um einiges schneller. Hier können ja auch die Füße individuell bewegt werden, während beim Trabrennsport eine exakte Reihenfolge der Beinstellung erfolgen muss. Und das geht aber auch so um die 50 km/h und die Galopper sind um ca. 15-20 km/h noch schneller unterwegs. In 2 Minuten startet jetzt schon das erste Rennen, deswegen blicken wir nochmal live auf die Rennbahn im Magna Rasino. Ja, da geht es schon heiß her, die letzten Warm-Up-Phasen sind angebrochen, oder? Die letzten Warm-Up-Phasen hier auch vom Favoriten zu sehen, das ist Love You Venus mit dem Christoph Fischer. Er ist auch der gemeinte Favorit, aber die Fans haben heute die Nummer 7 als Favoritin auserkoren. Die Tour-Fans sind also auch auf Eco Turbina mit dem Lokalmatador Hubert Brandstätter Junior. Interessante Quoten, die es da heute eigentlich auch zu erwarten gibt. Wie sind denn die Taktiken sowohl bei den Rennfahrern als auch bei den Wettenden sozusagen am besten angelegt? Bei Teilnehmer ab entscheidet sich, was der Fahrer zu tun hat, wie stark sein Pferd eintritt, wie stark sein Pferd beschleunigt, was die Konkurrenz macht, von welcher Position er ins Rennen geht. Das kann man dann erst wirklich bei Teilnehmer ab beim Start selber entscheiden. Die Spieler schauen jetzt vor allem den Pferden zu. Das sind die letzten wichtigsten Aufwärmübungen noch vom Start. Da sucht sich jeder Spieler eigentlich seinen Favoriten erst aus. 2,40er-Quote, wenn ich sehe, auf den Favoriten, das ist gar nicht so schlecht für einen Top-Favoriten, oder? Ja, also in dem Fall gibt es eben diese 2 Pferde, wie angenommen 4 und 7. Und zur Erklärung vielleicht, der 7er ist farblich unterlegt mit 2,40 Euro, zeigt den Favoriten. Würde also aktuell bedeuten, wenn man 1 Euro auf Sieg setzt und die Nummer 7 gewinnt, dann bekommt man aktuell jetzt 2,50 Euro zurück. Die Quoten, die wechseln eigentlich ja immer ein klein wenig vorab. Sind da die Buchmacher quasi wirklich live vor Ort, sehen sich das Warm-up an und entscheiden dann kurzfristig noch, wer hier vielleicht doch noch die Favoritenrolle einnimmt? Ja, die Wettkassen sind ja geöffnet vor Ort im Rasino, aber man kann natürlich auch
Online-Wetten und da verändert sich alle 20 Sekunden der Wettmarkt. Apropos 20 Sekunden, recht viel mehr ist es nicht mehr bis zum Start. Die Pferde und die Gespenne, die bringen sich jetzt mittlerweile in Position. Die Teilnehmer alle auf der Bahn reihen sich langsam ein und jetzt geht's gleich los. Rick Sokol wird übernehmen aus dem Magna Racino und jetzt ist der Start frei. Startfrei also zu unserem ersten Tagesbewerb, dem PreBetBird.com, das Live-Rennen auf OE24.tv. Alle 10 Teilnehmer am Ablauf begeben sich nun hinter dem Startauto auf den Weg zur 2140 Meter Startmarke. Nummer 1, Folies Berger, Klaus Dresel, 2 Jazz Individuelle, die Harald Sikora, 3 Paparazzi, Venus, Martin Riedl, 4 Lavio, Venus, Christoph Fischer, 5 Revento J, mit Karl Wöbert, 6 Metern, Erich Kubes, 7 Hubert Brandstetter steuert Eco Turbina 8. 100 Meter sind es noch bis zum Start. Teilnehmer ab. Medan übernimmt mit schnellen Antritt die Spitze außen, versucht Olena eine gute Position zu erhaschen. Innen verteidigt allerdings Jazz Individuelle die Innenkante, auch Paparazzi Venus hier noch mitten im Geschehen dabei. Vorneweg allerdings Medan behauptet sich, führt etwa ein, zwei Längen vor Jazz Individuelle. Innen sieht man Folies Berger in dritter Spur, versucht nun Eco Turbina einen Vorstoß, ist in Kürze bei der führenden Medan angelangt. Medan nun begleitet von der Favoritin von Eco Turbina. Innen sieht man Jazz Individuelle, die außen am Paparazzi Venus vor Folies Berger, Margarete Venus. Ein leichter Vorteil außen für Eco Turbina, die steckt auch den Kopf in Front und geht nun an die Spitze des Feldes. Eco Turbina führt vor Medan, dann Jazz Individuelle, die in dritter Spur kommt nun der Co-Favorit Lavio Venus besser ins Bild und versucht hier die Position zu verbessern. Eco Turbina an der Spitze, nun außen begleitet von Lavio Venus. Dann sieht man Medan mit Paparazzi Venus vor Jazz Individuality, Margarete Venus, Folies Berger, Revento J sowie Olena und Eagle Greenwood. Jetzt sind 1000 Meter absolviert, also ein bisschen mehr als eine Runde geht's noch. Die Favoritin bzw. Co-Favoritin in Front, Eco Turbina führt außen der Favorit Lavio Venus, innen dahinter sieht man Medan an vierter Position, liegt Paparazzi Venus, innen daneben Jazz Individuelle, die chancenreiche Margarete Venus noch im Mitteltreffen zu sehen. Weiterhin in frühen Führung Eco Turbina. Es geht Ende des Ebrechtsdorfer Stahlbogens nun zum letzten Mal auf die Gegenseite. Eco Turbina führt vor ihnen Medan, außen begleitet von Lavio Venus. Nun rüstet aus dem Hintertreffen Revento J zur Attacke, davor auch noch Eagle Greenwood mit mächtigem Vormarsch. Es führt Eco Turbina, dann Lavio Venus in dritter Spur, Eagle Greenwood, innen Medan sowie Revento J, innen noch Jazz Individuality. Der Favorit kann hier in das Tempo nicht mehr mitgehen, Lavio Venus fällt zurück in den Schlussbogen hinein. Eco Turbina angegriffen von Eagle Greenwood, innen auch noch Medan sehr chancenreich. Diese drei Pferde werden sich wohl den Sieg untereinander ausmachen. Eco Turbina kommt nun mit der Führung in den Einlauf, außen versucht Eagle Greenwood noch näher zu kommen. Aber es sieht sehr sicher aus für Eco Turbina vorneweg. Hubert Brandstetter und Eco Turbina in Front. Innen versucht Medan noch auf Rang 2 vorzustoßen. Es gewinnt Eco Turbina vor Eagle Greenwood, Medan, Margarete Venus und Revento J. Die Co-Favoritin hat also gewonnen. Hubert Brandstetter gewinnt somit auch das zweite OE24.tv Live-Rennen. Diesmal mit Eco Turbina, zuletzt ja mit Schönbrunn schon siegreich gewesen. Vorläufiger Einlauf also in diesen ersten Rennen 7, 8, 6, 10 und 5. Spannendes Rennen, Thomas, oder? Am Ende des Tages hat der Favorit aber dann doch abgeräumt, Hubert Brandstetter. Ja, also wir haben es fast erwartet, wenn die Stute diese Führung, diese von ihr geliebte Führung bekommt, dann wird es sehr schwer werden, dass man sie auch bezwingt. So hat sich's abgespielt. Das Fachpublikum, das wettende Publikum hat recht gehabt.
Was haben wir gehabt jetzt? 3,4 die Quote, glaube ich, ganz zum Schluss beim Zieleinlauf, wenn ich nicht irre. Also gar nicht schlecht, aber fast hätte da ja Eagle Greenwood noch eine Sensation sozusagen geschafft und das alles sogar noch mit einer über 41er Quote. Also das wäre ja schon sensationell gewesen, oder? Also der Fahrer Mario Zandarigo hat voll auf die Stärken dieses Pferdes gesetzt, hat im zweiten Teil des Rennens erst die Initiative ergriffen. Der kann viel Speed laufen, das hat man gesehen. Das heißt, erst am letzten Ende des Rennens ist er aktiv geworden. Es war aber dennoch ein sehr, sehr sicherer Sieg von Ecotabina. Sehr gut. Deine Analyse ganz allgemein, was sagst du zum Rennen, jetzt nicht nur zum Sieger, sondern insgesamt, war der Rest auch erwartbar oder gab es da vielleicht noch Überraschungen, wo du sagst, für die Zukunft baut sich da was auf? Ja, etwas überraschend war natürlich das frühe Einsehen, keine Chance zu haben von Love Your Venus. Christoph Fischer hat das Pferd in die zweite Spur geparkt, neben der führenden Stute, Ecotabina. Aber eine halbe Runde vor Schluss war sozusagen die Kraft heraus, die Luft war weg und das Pferd ist zurückgefallen. Medan hat mich weniger überrascht, das drittplatzierte Pferd, da war ein guter Ansatz in München zu sehen. Unterm Strich würde ich sagen, hat das Rennen das gehalten. Es war spannend und wir haben Ecotabina gesehen mit dem Hubert Brandstätter Junior als Siegerin. Vielleicht für alle Neueinsteiger und Interessierten. Jetzt ist eine Stute an erster Stelle eingelaufen. Wie ist es beim Trabrennsport? Gibt es da Unterschiede zwischen Stuten, Hengsten, Wallachen, was da stärker ist? Bei anderen Pferdesportarten, da kennt man das, dass man sagt, der Hengst muss es sein oder zumindest ein Wallach. Ja. Die Stute aber hier stark. Gibt es da Unterschiede? Grundsätzlich geht man davon aus, dass der Hengst leistungsstärker ist. Es gibt aber natürlich auch Stuten, die extrem schnell sind. Würde ich nicht mehr wirklich einen großen Unterschied machen. Einfach die Klasse setzt sich durch, die Geschwindigkeit, die Ausdauer. Und wahrscheinlich auch die Klasse des Fahrers und das Routinier des Fahrers, oder der weiß, wie er mit seinem Pferd, mit seinem Partner umgehen muss. Genau, der kennt das vom Training und die gewählte Taktik mit der Führung, das war heute ja, der Schlüssel zum Erfolg für Ecotabina. Und ich bin mir sicher, dass da die ein oder anderen auch ganz gut gewonnen haben, denn ist ja wie gesagt, Ecotabina, die Stute war ja auch als Favoritin in diesem Rennen. Und wir warten jetzt noch ganz kurz ab, was da jetzt noch so alles auf uns zukommt. In Kürze wird es nämlich auch noch das Siegerinterview geben mit Hubert Brandstätter. Ja, jetzt eingeblendet sehen wir die Siegerehrung, hier wird geehrt vom Veranstalter, der siegreiche Fahrer Hubert Brandstätter Junior. Eine Siegerdecke wurde überreicht und wenn alles passen sollte und wenn das Pferd auch mitspielt, dann gibt es in Kürze auch ein Interview mit Alexander Sokol und eben mit Hubert Brandstätter Junior. Ja, wir warten noch drauf. In Kürze soll es soweit sein mit dem Siegerinterview. In der Zwischenzeit vielleicht ganz kurz noch, wie wird es am heutigen Renntag weitergehen? Was erwartet uns da noch? Ja, es gibt noch eine Beauty- und Lifestyle-Messe. Die kann man bis 17 Uhr noch besuchen. Es sind noch zahlreiche Rennen heute. Man kann jetzt noch schön ins Rasino fahren. Man erlebt Pferdesport pur. Also für alle Interessierten, die uns jetzt live zugesehen haben und die wirklich das Trabrennfieber gepackt hat, steigen Sie ins Auto, fahren Sie noch raus. Da ist heute noch einiges zu erleben. Es stehen noch mehrere Rennen auf dem Programm. Auch da kann man noch ganz gut setzen und sein, wenn man Einsteiger als Glück versuchen oder als Routinier so wirklich wissen, auf wen man tippt. Und für alle anderen, sei gesagt, die angesprochene Fashion- und Beauty-Messe, die gibt es eben auch noch bis 17 Uhr. Das heißt, es gibt noch nicht einmal die Ausrede, die Frau möchte nicht mit. Man kann da durchaus als Paar vorbeischauen, oder? Eben für alle. Ist heute etwas dabei, würde empfehlen, setzen Sie sich ins Auto, fahren Sie ins Casino und ja, man kann den einen oder anderen Euro sicherlich heute gewinnen. Ecotabina jetzt nochmal am Feld, was? Ja, man macht jetzt als Zeichen des Siegers eine Ehrenrunde, eine Ehrenparade. Der Fahrer genießt diese Augenblicke genauso wie das Pferd und lässt sich akklamieren von den Fans, die jetzt auf der Tribüne sitzen. Hubert Brandstätter und Ecotabina lassen sich hier also noch einmal feiern. Wir sehen es sogar am Überwurf, da steht OE24TV drauf. Ja, sie haben soeben das große Trabrennen auf der Magna Resino Rennbahn bei uns hier live im Fernsehen gesehen. Das gibt es nur bei uns. Schön, dass wir diese Kooperation ins Leben gerufen haben. Das ist wirklich toll, weil der Pferdesport, der ist eigentlich ein wirklich spannender.
Ja, also es sind keine Grenzen gesetzt. Es kann der größte Favorit nicht gewinnen an diesem Tag. Genauso sind eben Außenseiter immer wieder herzlich willkommen und bringen eben Spannung hinein. Absolut. Also ich kenne das selbst von der Pferderennbahn, wenn man da den ein oder anderen Euro setzt, wie da die Spannung steigt beim Zieleinlauf. Man fiebert mit und das vielleicht, obwohl man vorher gar nicht so wirklich die große Ahnung hatte. Es ist aber in jedem Fall spannend. Ratschen wir noch ganz kurz über die nächsten Highlights. Es wird ja nicht nur im Resino gefahren, sondern es wird ja auch anderswo noch gefahren. Was steht da in den nächsten Tagen und Wochen noch an? Ja, es gibt also sehr viele Renntage in ganz Österreich. Es gibt Rennbahnen in der Wiener Kreau, in Baden, in Wels. Hier im Resino geht es dann weiter mit dem 26. Mai-Renntag. Das ist auch ein Gastrenntag eines anderen Rennvereines. Hauptaugenmerk aber hier im Resino ist der 15. September. Da gibt es das große Galopper-Derby, das 151. Und da wird wirklich sehr, sehr viel los sein. Und du hast mir vorhin verraten, es ist das einzige Galopper-Derby in Österreich, oder? So ist es, so ist es. Also das ist auf jeden Fall etwas, das sollten Sie sich nicht entgehen lassen, wenn Sie einmal wirklich die ganz große Rennbahnluft schnuppern wollen. Fahren Sie ins Magna Resino zum einzigen Galopper-Derby in Österreich. Aber nicht nur das, natürlich auch die Trabrennen, die tatsächlich fast wöchentlich im Großen und Ganzen stattfinden. Die sind natürlich alle allsonntaglich ein absolutes Highlight, bringen Spaß und Spannung quasi für die ganze Familie. In der Zwischenzeit, wir warten nach wie vor auf das große Siegerinterview von Hubert Brandstätter gemeinsam mit EcoTurbina. Wir haben noch immer jetzt die Live-Bilder von der Bahn. Was passiert da? Warum braucht er jetzt noch so lange? Braucht er noch einen Moment, bis er sich sammelt? Ist das so? Oder hat er ein Ritual? Ich denke, dass das Pferd doch vielleicht etwas scheu geworden ist. Vielleicht der ganze Trubel rundherum. Und der Fahrer hat dann das Siegerinterview verstreichen lassen. Er muss auch selbst wieder in den Stall zurück, muss ja dann wieder auch andere Pferde aufwärmen und fahren. Ich denke, das hat man aufgrund der Sicherheit heute entfallen lassen. Aber wie ist das ganz grundsätzlich für so einen Routine wie den Hubert Brandstätter? Geht er noch nervös in so ein Rennen? Ich meine, du kennst ihn. Oder ist das dann wirklich irgendwann einfach nur noch, er weiß, was er hat am Pferd und an den Fähigkeiten geht er rein, rattert das runter, gewinnt und verschwindet wieder im Stall? Naja, im Prinzip wird es so sein, dass es eine Mixtur sein wird von Routine und auch von Nervosität. Es kommt natürlich auf die Klasse des Rennens drauf an. Also kann man vorstellen, bei einem Zuchtrennen, bei einem hochwertigen Rennen, wie es auch das Derby ist, werden die Nerven schon etwas flattern. Da steht sehr viel am Spiel. Aber bei einem, sagen wir, gewöhnlichen Rennen wird die Routine ausschlaggebend sein. Also das heißt, der Puls, der steigt dann tatsächlich eher bei den Gästen auf der Rennbahn, die hier dann den ein oder anderen Euro gesetzt haben. Hoffentlich heute richtig auf EcoTurbina. Und ja, da pumpert es dann ordentlich, wenn die Pferde im Zieleinlauf sind. Fassen wir vielleicht trotzdem trotz alledem jetzt nochmal ganz kurz zusammen, was uns dann beim nächsten Mal noch erwartet, wenn wir uns dann wieder hier sehen im Studio. Ja, im Mai, am 26. Mai, gibt es eben den nächsten Saisonrenntag des Ebrechtsdorfer Rennvereines. Es werden wieder zahlreiche Pferde in den Rennen am Ablauf sein. Es werden wieder die besten Fahrer Österreichs am Start sein. Man kommt schon langsam in die Hauptsaison hinein. Das heißt, die Qualität der Rennen wird sich leicht nach oben steigern. Das Publikumsinteresse aufgrund der wärmeren Temperaturen genauso. Und ich bin der Ansicht, dass, wie gesagt, jetzt im Augenblick die Pferderennen in Österreich wieder sehr, sehr spannend und ausgeglichen geworden sind. Man sieht es auch in den Meisterschaften. Die Fahrermeisterschaften sind sehr, sehr ausgeglichen. Fahrer, die noch nicht so im Rampenlicht gestanden sind, sind plötzlich an der Spitze. Das kann natürlich auch einiges bewegen für die anderen nicht so erfolgreichen Fahrer. Hast du schon irgendeinen Tipp fürs nächste anstehende Rennen im Mai? Gibt es da schon einen Fahrer, den du im Auge hast, wo du sagst, der wird es werden, da setze ich mein Geld drauf? Naja, es kommt mit dem Gerhard Mayer, mit dem vielfachen, oftmaligen und regierenden Champion wieder ein Fahrer zurück, der aktuell eine kleine Zwangspause eingelegt hat. Von dem erwarte ich mir dann in den nächsten Wochen und Monaten so einen extremen Ruck, auch seiner Pferde, die dann wieder leistungsstärker an den Ablauf kommen werden. Gerhard Mayer, Hubert Brandstätter Junior, Christoph Fischer, das sind so die drei, die wir dann ganz stark beachten müssen.
Das war's auch schon wieder von unserer großen Trabrennsendung mit dem Live-Rennen aus dem Magna Resino. Thomas Kanzner, vielen Dank für deinen Besuch und deine Expertise, deine Analyse hier im Studio. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Ja, noch einmal ganz kurz zur Wiederholung. Ecoturbina vor Eagle Greenwood und Maidan. Es war ein spannendes Rennen und es wird auch im Mai wieder ein spannendes Rennen geben. Bleiben Sie uns treu, liebe Pferdeenthusiasten und Trabrennfreunde. Bis dahin, auf Wiedersehen und bis bald. Wiedersehen.